Meine Damen und Herren, willkommen zu einer weiteren Boruto-Review von mir, zu Kapitel 50. Wir sind 50 Kapitel deep in Boruto, könnt ihr euch das vorstellen? Das Ding läuft monatlich und wir haben 50 Kapitel von Boruto konsumiert. Und dieses Kapitel hätte ja eigentlich ein besonderes sein können, denn Kapitel 50 ist schon so etwas wie ein Meilenstein. Ich denke, das Kapitel hat nicht ganz den Hype versprochen, den so eine Zahl haben könnte, aber an sich war es natürlich, wie bei Borutos immer wieder für mich der Fall ist, kein Kapitel, was mich jedenfalls enttäuschen würde. Aber dazu sei gesagt, dieses Kapitel ist definitiv mehr ein "Wir schieben den Plot in die richtige Richtung" Kapitel. Also es passiert nicht allzu viel Information wird gedroppt und der Kampf findet hier statt. Was, wie gesagt, keine schlechte Sache ist, das möchte ich gar nicht sagen. Aber es passiert weniger, als wir das eigentlich kennen von Boruto. Denn Boruto läuft zwar monatlich, aber es kommen ab und zu mal mehr Informationen in einem Kapitel für den Zuschauer. Das ist auch nämlich die Sache bei Boruto, was ich gleich zu Anfang auf jeden Fall erwähnen möchte. Und zwar, das Kapitel ist die ganze Zeit Ichiki gegen Naruto, Sasuke und Boruto. Die Sache ist die, im Manga ist es so ziemlich immer der Fall, dass wirklich jeder Kampf nicht wirklich ausgefleischt ist. Soll heißen, jeder Kampf im Manga ist nicht wirklich so lang, wie man das eigentlich von einer Shonen Battle-Serie kennt. Das heißt natürlich, wie wir es auch gesehen haben, dass der Anime vermutlich die Kämpfe verlängern wird. Und ich denke, jeder große Kampf im Manga, der vielleicht ein bisschen kürzer gewesen ist, wird im Anime auf jeden Fall nochmal mehr zeigen. Boruto ist eine Serie, wo man wirklich merkt, dass einige Sachen ein wenig zu kurz kommen, weil man natürlich die Story vorantreiben möchte. Und wie gesagt, wir sind Kapitel 50, Boruto wird irgendwas mit 120 Kapitel haben und wir werden bald hoffentlich in die Shippuden-Richtung gehen. Deswegen kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen, dass die Kämpfe ab und zu ein bisschen kürzer sind, was ich schon irgendwie schade finde, also auf jeden Fall. Aber für das, was wir potenziell bekommen können mit einer Boruto-Shippuden-Geschichte, kann ich das in Kauf nehmen, weil die Sache ist die, Naruto war von Anfang an absolut geil, meiner Meinung nach. Und ich finde, Shippuden oder Naruto macht keinen großen Unterschied von dem her, wie ich die Serie enjoyed habe. Ich habe beide Teile unglaublich enjoyed. Es war diese From Zero to Hero Geschichte. Bei Boruto geht es nicht ganz, weil Boruto hat schon eine Geschichte, die davor passiert ist, nämlich Naruto. Heißt also, der erste Abschnitt von Boruto kann potenziell gesehen sowieso nicht so krass sein wie der erste Teil von Naruto. Natürlich ist das wieder eine ganz andere Diskussion und Leute, vergesst bitte nicht, Boruto wird, also so sehe ich das jedenfalls, nie im Leben besser als Naruto sein, als seht ihr. Natürlich ist das alles eine Meinungssache, aber ich sehe das so und an sich ist das nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Dragon Ball Super wird auch nie im Leben an Dragon Ball Z rankommen. Für mich als Serie. Trotzdem habe ich meinen Spaß mit Dragon Ball Super, als auch mit Boruto. Kommen wir also hier ein wenig zur Exposition, damit ihr genau wisst, wo wir sind. Und zwar, im letzten Kapitel hat der gute Ichiki Uzutsuki Konoha angegriffen und das auf sehr nette Weise, was auf jeden Fall sehr lustig war. Boruto dachte sich einfach, okay, ich bin sowieso ultra klatscht, deswegen greife ich ein und teleportiere Ichiki mit mir in eine andere Dimension. Heißt also, Naruto, Sasuke und Boruto können Dragon Ball Z mäßig all out gehen, um Ichiki hier aufzuhalten. Und ja, letztes Mal war die Frage, okay, warum würde Ichiki in dieser Dimension bleiben? Warum würde diese Dimension nicht einfach verlassen, um Konoha weiterhin anzugreifen? Und er ist, so wie ich es gecallt hatte, ein bisschen nach dem Motto, ob ich euch jetzt hier oder da zerstöre, macht keinen Unterschied. Ich mache es jetzt hier, weil es einfacher für mich ist. Also, gut, ist ein bisschen eine Wischiwaschi-Erklärung, aber ich denke schon, dass es einigermaßen okay ist. Wir bekommen auch tatsächlich eine sehr interessante Kawaki-Szene, und zwar, Kawaki hat sein Kamamal verloren, da es bei den Uzutsuki so ist, dass Ichiki, der Uzutsuki, im Körper von Jigen seine komplette Wiedergeburt eingeleitet hat. Und das heißt, dass jedes andere Kamamal, was er verteilt hat, verschwindet. Heißt eben, Kawaki hat kein Kamamal, Boruto schon, weil Boruto hat seins von Momoshiki bekommen. Und ja, Kawaki, ich weiß nicht, also die Meinung zu Kawaki von der Community ist noch nicht so publik, würde ich sagen, weil ohne den Manga-Auftritt reden Leute natürlich immer weniger über einen Charakter. Ich persönlich finde, Kawaki ist für Boruto als Seriencharakter, der definitiv brauchbar ist. Ich finde, er zeigt die guten Seiten von Boruto als auch von Naruto und mir gefällt es wirklich, in welche Richtung man mit Kawaki geht. Naruto klassisch wird er irgendwann ein Gegner sein, aber kein richtiger Gegner sein. Ihr wisst, was ich meine, das klassische Obito-Painting. Kawaki ist jetzt jemand, der aufgetaut ist. Boruto ist so etwas wie sein Bruder, Naruto ist so etwas wie sein Vater. Und wir sehen hier, dass er am Schlafen war und auch einen kleinen Flashback oder ein Trauma, besser gesagt. Und zwar sieht er, wie Ichiki ihm sagt, dass er dieses Kamamal hatte, weil er ein Gefäß ist, was leer ist. Und egal, was für Emotionen er in sich reinlässt, diese Emotionen würden alle wieder rausfallen, weil er eben ein Loch hat. Und das Kamamal ist das alleinige Mittel dafür, dass er eben nicht einsam sein muss. Also
Ishiki hat Kawaki schon seit sehr langem und sehr stark manipuliert. Und ich frage mich halt, wenn bei Kawaki etwas sehr Traumatisches passiert, was er als Person nicht akzeptieren kann, könnte das in ihm den Wunsch oder den Gedanken triggern, dass alle Leute, die er kennt aus Konoha, nicht wirklich seine Freunde sind, sondern seine Feinde sind. Und dieser Trigger kann sehr interessant werden. Es ist halt ein bisschen wie bei Obito, als Rin gestorben ist, war es dieser Trigger dafür, dass er diese Welt nicht mehr akzeptiert hatte. Und ich denke, Kawaki wird etwas Ähnliches haben. Und das kann auf jeden Fall, wie ich finde, eine sehr interessante Sache sein für Kawaki. Weil aktuell hat er kein Karma-Mal und wir wissen hier, er wird das Karma-Mal haben. Also wird noch etwas passieren und Kawaki ist so der X-Faktor in Boruto, dass etwas Interessantes passieren kann. Danach geht es im Prinzip weiter mit dem Kampf Naruto Sasuke gegen Ishiki, was ich hier nicht runterreden möchte, aber um ehrlich zu sein, ist es die klassische Naruto Sasuke Show, dass sie halt kämpfen, dass sie halt die klassischen Combo-Moves raushauen und dass Ishiki mit seiner Fähigkeit doch noch was entgegensetzen kann und Naruto und Sasuke so ein wenig mit dem Rücken zur Wand sind. Also ich bin gespannt, inwiefern der Anime was hinzufügen wird, wer das machen wird und so weiter, aber es gab jetzt nicht so krasse Szenen, muss ich sagen. Ishiki ging halt wieder sehr überzeugt, denn Ishiki hat, er hat Sasukes Schwert geschrumpft, damit es nur noch ein Zahnstocher ist und Alter, danach hat er ihn richtig Schwänz verteilt. Das war ein richtig cooles Panel, muss ich sagen. Er nimmt danach sein Schwert und möchte Sasuke dann mit seinem Schwert umbringen. Aber Boruto greift hier ein und kann Sasuke nochmal retten. Und hier kommen wir nochmal zu der Information, die Ishiki am Anfang dieses Kapitels gedroppt hat. Und zwar hat er gesagt, dass er findet, dass Borutos Karma-Entwicklung, sagen wir mal, weiter progressed ist, also weiter fortgeschritten ist, als er gedacht hat. Und zwar sagt er hier, dass Boruto 70-80% komplett ist von dem Karma übernehmen, also dass das Karma regeneriert ist, dass Momoshiki das Ganze richtig benutzen kann. Heißt für uns folgende Sachen, und zwar erstmal ist es so, dass Momoshiki, sollte das Ganze komplett regeneriert sein, denke ich jedenfalls, endlich mit Boruto frei kommunizieren kann. Und das wird sehr interessant sein, weil Momoshiki wird obviously versuchen, Borutos Geist zu brechen. Und wie gesagt, Naruto, diese Gefühlskomponente funktioniert immer sehr, sehr gut. Außerdem kann es auch ein kleiner Indikator dafür sein, wie lange Borutos Part 1 noch geht. Das soll nicht heißen, dass sobald das Karma komplett fortgeschritten ist, Boruto Shippuden losgeht, aber es läuft in die Richtung dafür. Wir sind an dieser Schwelle. Es fühlt sich immer mehr danach an, dass bald eben dieser Part 2 kommen kann. Vielleicht liege ich auch völlig falsch und Boruto hat 25 Kapitel, wo ja er keinen Timeskip am Start hat und dann kommt Boruto Shippuden als einzelner Manga, aber ich denke nicht. Ich denke, das wird, doch bald stattfinden in 10 Kapiteln plus minus. Sasuke wird also hier gerettet und Boruto hat übertrieben die Eier aus Stahl. Er sagt nämlich hier, dass er gegen Ishiki kämpfen möchte, weil Ishiki ihn nicht umbringen kann, weil er halt, wie gesagt, auch ein Gefäß ist. Also spielt Boruto damit, dass Ishiki ihn nicht versuchen wird, ihn aktiv umzubringen. Und jetzt ist natürlich eine Schwelle erreicht, die für viele Naruto- als auch Boruto-Fans immer eine sehr kritische Stelle ist. Und zwar werden jetzt viele natürlich aufspringen. Wie kann es sein, dass Naruto und Sasuke besiegt wurden, aber Boruto, der kleine Rotzbengel, gegen Ishiki kämpfen kann? Erstens, ich garantiere euch hier, sollte Boruto nächsten Monat, übernächsten Monat, Ishiki auf seine Phrase geben, wird es nicht darauf hinauslaufen, dass Boruto derjenige ist, der am ausschlaggebendsten dafür ist, Ishiki zu besiegen. Das wird nicht passieren. Es kann natürlich sein, dass Momoshiki wieder den Körper übernimmt und so ordentliche Schellen verteilen kann. Aber es wird nicht passieren, dass Boruto seine Genenfäuste raushaut und Ishiki in die Flucht schlägt. Dessen bin ich mir sicher. Außerdem, Naruto hat ein bisschen wenig gemacht in diesem Kapitel. Deswegen denke ich, Naruto wird auch nochmal richtig dazukommen. Es könnte wirklich ein epischer Vater-Sohn-Moment hier stattfinden. Ich denke auch, dieser Kampf ist sehr gut gegeben für einen Vater-Sohn-Kamehameha, wobei es ein bisschen schwierig ist, weil Ishiki eben diese Jutsus alle absorbieren kann, aber Naruto ist eigentlich immer sehr kreativ gewesen, deswegen kann man da auf jeden Fall einiges erwarten. Und wir brauchen ja auch nicht so tun, als wenn die Otsutsuki-Kräfte schwach oder so. Die Otsutsuki-Kräfte sind der Real Deal. Heißt also, macht Sinn, dass Boruto ja auf jeden Fall was tun kann. Und Boruto hat Ishiki in die Dimension gebracht. Heißt also, Boruto hat gespürt, dass in ihm diese Otsutsuki-Kräfte immer stärker werden. Also, Boruto ist jetzt nicht zwangsläufig dumm, diesen Kampf gegen Ishiki zu suchen, denn sie sind in der Dimension, sie müssen sich sowieso ihm stellen und er weiß halt, er kann mich nicht töten, ich habe diese Kräfte, ich könnte vielleicht Ishiki austricksen. Boruto ist ein Charakter, das muss man ihm lassen, der nicht dumm ist. Der ab und zu doch Momente hat, wo man sagen kann, Boruto, was machst du da? Aber an sich ist er ein Shinobi, der auf jeden Fall in die Trickkiste greifen kann und das kann nächsten Monat definitiv passieren.
bisschen. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich nicht hier so tun, als wäre alles perfekt und dieser Kampf wird super krass enden. Natürlich kann das auch sehr nach hinten losgehen, wenn Naruto als Hokage einfach mal nichts tut und Boruto, oder wenn Mushiki Boruto übernimmt, dass derjenige dann alles wirklich regelt. Das ist auch eine Sache, die mir persönlich nicht gefallen würde. Deswegen denke ich, Naruto hat auch einen wichtigen Teil in diesem Kampf hier. Und das Ding mit Sasuke, sein Tod wurde hier wieder geteased. Ihr wisst alle, Sasukes Tod in der Serie wäre definitiv eine Möglichkeit. Aber ich muss sagen, es wäre schon ein bisschen schade, weil er echt wenig mit Sarada gemacht. Natürlich kann man dann Flashbacks noch reinpacken. Aber ob Sasuke jetzt schon sterben wird, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich muss immer wieder den einen Take rauspullen und sagen, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Kishimoto die Eier dafür hat, Sasuke oder Naruto zu töten. Ich meine, ich habe den Manga nicht geschrieben und ich würde es als Fan nicht mal übers Herz bringen, die Entscheidung zu fällen, dass einer der beiden stirbt, auch wenn es der Story unglaublich viel geben würde, weil Leute, das Naruto und Sasuke, die liegen mir schon irgendwie am Herzen. Die Diskussion möchte ich aber nicht führen, weil das ist einfach eine Sache, über die wir immer sprechen und ich sage hier auch immer wieder, ich denke, wenn es passieren sollte, wird es vermutlich ein Fake-Tod sein, also dass sie nicht wirklich sterben, eine Versiegelung sein, was auch immer. Aber ich denke, so ein Tod, das wäre einfach zu krass, besonders an diesem Punkt der Geschichte kann ich mir das nicht wirklich vorstellen. Ja, und das wäre es natürlich gewesen mit meiner Review zu diesem Kapitel. Wie gesagt, ich bin nicht enttäuscht mit dem Kapitel oder so, aber ich bin auch nicht überwältigt von diesem Kapitel hier, das muss ich hier nochmal dazu sagen. Es ist wie gesagt auch ein Kapitel, was eben die Bauklötze in die richtige Richtung schiebt für das Finale von, kann man dazu Arc sagen? Wenn ja, dann sage ich Arc dazu. Boruto ist Struktur ein wenig schwierig. Ich bin gespannt, was Boruto pullen wird. Ich bin gespannt, ob Momoshiki Boruto wieder übernehmen wird, weil es läuft darauf hinaus. Und ich bin mal gespannt, inwiefern Kawaki noch eine Rolle spielt, weil ohne das Kammermal kann er ihn nicht wirklich hinterher joinen. Heißt also, er muss einfach nur zugucken und ich denke schon, dass er irgendwas machen wird. Deswegen wird das nochmal wichtig sein, als auch Naruto, der im zweiten Teil von diesem Kapitel eher ruhig war. Ich denke mal, er wird nochmal ordentlich reinhauen, weil, Leute, wir brauchen Naruto, wie er absolut durchdreht. Das wäre einfach perfekt für diesen Kampf hier. Lasst mir eure Meinung in die Kommentare da zu diesem Kapitel hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben auf dem Video hier da, als auch ein Abo auf den Kanal. Ich bin damit raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.